heute Kommentare mit Lars. Ey, eigentlich könnte ich mit der Minecraft-Fackel auch so Flugzeuge lotsen, so. Da lang, okay, es ist ein Monat her, dass ich Kommentare beantwortet habe. 2 Tage vor der Gamescom, ich beantworte Kommentare und ich habe im Discord gefragt. Und der Discord-Link ist unten in der Videobeschreibung oder in den Kanal, irgendwo ist ein Discord-Link. So, und da gibt es einen Channel, der Fragerunde Lars oder so. Keine Ahnung, guckst du rein, weißt du Bescheid, siehst du die Fragen und dann geht's los. Alter, es sind einfach viel zu viele Fragen, was zum Teufel. Aber die erste Frage finde ich gut. Felix fragt, wie ist es mit dem Würmchen? Er meint keine Erdnussflips, er meint mein Sohnemann, ich bin ja Papa geworden und verheiratet. Es ist sehr, sehr spannend, aber auch sehr anstrengend. Spannend, weil man richtig schön sehen kann, wie die Entwicklung so vor sich geht, wie die denken, dass die völlig vorurteilsfrei sind, dass die alles erstmal so akzeptieren und deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Eltern, die sehr viel falsch machen. Aber es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, wer wie sein Kind zu erziehen hat. Deswegen, ich hoffe, ich mache alles richtig. Es ist sau spannend, sau anstrengend. ZF Moin fragt, was hast du für die Zukunft geplant? Nach Norwegen auszuwandern? Keine Angst! Ich mache trotzdem weiter deutschsprachige YouTube-Videos, das ist klar. Aber ja, nach Norwegen auszuwandern, aus verschiedensten Gründen, Bildungssystem. Wie heißt das denn? Wer ist dieser Löwe da, Mann? Der schwimmt. Krankenhaus, Krankenversorgung, Ärzte, Blasystem und diverse andere Dinge noch. Ich möchte gerne so ein Cottage irgendwo nirgendwo haben und Eremiten-Lars werden. Aber das ist so mein Private-Plan für die Zukunft, mein YouTube-Plan für die Zukunft, auf dem Minecraft-Kanal voll in die Richtung Minecraft Bedrock zu gehen und die Java, außer für so ein paar Dinge, die wirklich nur mit Mods umsetzbar sind. Und hier auf dem Kanal noch geileren Content. Keine Ahnung. Car Phoenix fragt, hast du vor, Merchandise Lebensmittel herzustellen? Nein. Merchandise gibt es noch vom Minecraft-Kanal. Da wurde das ja angefangen, ne? Wird aber eingestellt. Weil das Problem ist, dass ich viel zu wenig mit Plan rangegangen bin. Ich habe viel zu viel mehr so, ja, was machen alle, mache ich auch so, weil machen alle und so. Wenn es leer ist, ist es leer. Und dann muss ich mir mal überlegen, ob ich in Zukunft das Ganze nochmal mache und dann mit einem ganz anderen Plan. Aber bestimmt irgendwann. Mond fragt, von wo hast du die Spiele? Von dem Zweitkanal. Steam. Alles bei Steam. Super easy. Und ich finde es faszinierend, dass Leute Steam nicht kennen. Ich meine, das ist die größte Spieleplattform der Welt. Weiße Menschen bezeichnen sich als Gamer, weil sie Candy Crush am Handy spielen, Alter. Aber kennen Steam nicht. Was da los? Lars LP hat geschrieben, ihr dürft doch sinnlose Fragen stellen. Ja, dürft ihr auch. Ob ihr eine Antwort bekommt, ist die andere Sache. Ja, ihr müsst immer bedenken, ihr könnt Leute im Internet einfach muten, blocken. Völlig ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben oder zu denken, Meinung und bla. Nein, dürft ihr. Weil diese Menschen gehen euch auch völlig ungefragt auf den Sack. Hatte ich bis gerade einen Popel in der Nase? TikTok-Typ Marvin fragt, wo machst du die Banane auf? Am Stiel oder unten? Wie macht man die denn unten auf? Mutki, sind Schwarz und Weiß deiner Meinung nach Farben? Das hat nichts mit Meinung zu tun. Schwarz und Weiß sind Zustände. Entweder die völlige Abwesenheit von Licht oder das gesamte Lichtspektrum und es sind keine Farben. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Dagamanama, was Name, fragt, was wäre, wenn ein verrückter Wissenschaftler dich ins Mittelalter teleportiert hätte und du dort dein restliches Leben verbringen müsstest? Was würdest du tun? Mir als allererstes eine vernünftige Toilette basteln, weil im Mittelalter war wirklich alles vollgekackt. Die Leute haben mit Schweinen zusammen in einem Zimmer geschlafen, überall hingekackt und gemacht und so. Und das Mittelalter war einfach nicht so geil, wie es mal dargestellt wird. Es war Mord, Totschlag und alles voll Kacke. Es war voll Kacke, weil alles voll Kacke war. Und wenn alles voll Kacke war und es Kacke war, weil es voll Kacke war, war es dann voll Kacke? Hä? Dinosaurier-WR fragt, würdest du deinen Sohn im McDrive abgeben für einen gratis Big Mac? Also mal davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht mehr zum McDonald's gehe, weil McDonald's einfach tatsächlich Müll, was du da isst. Also da ist alles reingeschreddert und alles Kacke. Da braucht man gar nicht drüber reden. Da gibt es 1000 Dokus drüber, warum McDonald's-Essen dich krank macht und dafür sorgt, dass du früher stirbst. Das Problem wäre aber eher, mein Sohnemann hätte den Big Mac einfach so, weißt du, während ich den so in den McDrive gebe und die mir den Big Mac rausgeben, einfach beim Vorbeigehen so... Und weg. Ist halt ganz wieder Papa. Minecraft-Ente, 22 Käse oder Schinkenbrötchen? Veganer Käse. Tatsächlich bin ich mittlerweile fast alles vegan, was ich esse. Weil Käse, Milch, Schinken, Fleisch,
Das ist Erdbeerkäse. Alles Kacke, wenn du in Zukunft noch leben willst. Mustafa 2000, wo warst du bis jetzt alles im Urlaub? Mustafa, du bist noch nicht lange hier, glaube ich, ne? Ich war einmal in meinem Leben wirklich im Urlaub. Das war in Dänemark. Das war letztes Jahr. Und das war halt echt nicht geil. Dann kommt meistens aber die Frage auf, wie? Noch nie rumgeflogen, Malle, bla, alles noch nicht? Nein. Es gab einfach, als ich Kind, Teenager war, jung Erwachsener, gab es die Kohle dafür nicht. Und heute wissen wir, Fliegen ist verdammt scheiße. Und ich meine nicht scheiße im Sinne von, oh, es ist halt doof und so, weil CO2, es ist damn kacke. Mit einem Flug nach Malle hast du einfach mehr CO2 rausgeballert, als du im Jahr verbrauchen darfst. Und ganz ehrlich, feiert nicht diese Stars, die nur durch die Gegend jetten. Ja, heult nicht über Taylor Swift rum und kauft ihre Musik. Oder Kanye West, der 15 Minuten fliegt mit seinem Flieger hin und her von Städtchen zu Städtchen. Ja, kauft sowas nicht, fördert sowas nicht, denn denen ist euer Leben vollkommen scheißegal. Mann, ich habe heute schon wieder voll oft diese Klimakeule. Eigentlich wollte ich das gar nicht, ne? Aber es ist so real. Man muss immer darüber reden, damit das im Kopf bleibt. Man darf das nicht vergessen. The Unimator LP fragt, welche Erfindung müsste es deiner Meinung nach geben? Boy, das ist schwer. Okay, zur persönlichen Unterhaltung. Ich hätte sehr gerne sowas wie die Matrix, VR-Kontaktlinsen oder so und dann sowas wie die Matrix. Für mich jetzt persönlich fände ich geil. Grundsätzlich jetzt für, wenn wir mal in die Social Medias gucken, so TikTok, Twitter oder Facebook oder Instagram oder YouTube oder jegliche Kommentarsektion auf diesem Planeten, eine Maschine, die allen Menschen mal so ein bisschen Vernunft und Logik einprügelt. Das wäre auch geil. Die Gipfelleiche fragt, was wäre, wenn Putin nicht einen erzieherischen Mix aus KGB und imperialistischen Stalin bekommen hätte? Wie könnte und würde Osteuropa und Westasien heute aussehen? Ey, da bin ich die völlig falsche Ansprechperson. Also, maybe wie Südkorea? Sehr futuristisch, sehr zukunftsorientiert. Ich habe keine Ahnung. Wow, das ist eine spannende Frage. Nico KBE fragt, würdest du, wenn du jetzt 13 wärst und deine Videos schauen würdest, dich cool finden? Boah, das ist schwierig. Das Problem daran ist, dass dieses Online-Videos konsumieren, als ich 13 war, noch nicht das Ding war. Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte mich peinlich gefunden. Also so langweilig, halt so alter Sack, der Minecraft spielt, weißt du, so. Petersil fragt, wer versteckt sich wirklich hinter der immer gut gelaunten Lars-Maske? Immer gut gelaunt würde ich nicht sagen. Es gibt Projekte auf beiden Kanälen, da merkt man, dass ich keinen guten Tag habe und die Videos sind auch nicht so gut, aber ich glaube, es macht mich einfach nur menschlich. Wie ich in den Videos bin, bin ich auch im RL. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt, ich bin immer fröhlich, war immer ein fröhlicher Mensch, habe immer Spaß an den Backen und so, also ich glaube nicht, dass da viel Maske ist. Auf Minecraft-Kanal ist dieses Family-Friendly schon relativ Maske, ne, weil niemand ist immer so auch in seiner Freizeit. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass ich mich vollkommen verstelle, nur weil ich family-friendly bin, ne? Es ist halt so, dass ich eher sage, okay, der Content ist für XY gedacht. Ich würde meinem eigenen Kind ja auch nicht Apo-Rap zumuten oder so, sondern eher Crocodile an. Crowzilla fragt, wer ist sein Lieblings-YouTuber? Hatten wir das in der letzten Folge schon? Immer dieselben Fragen. Ihr müsst die Videos auch gucken. Es war eine ganze Dekade lang Gronkh. Das nimmt so mittlerweile ab, weil gefühlt der Content so ein bisschen össelig wird. Also, ne, wenn man älter wird, wird man eingefahrener und so. Und ich habe das Gefühl, bei Gronkh ist wenig Ambition zu Neuem da. Und dazu kommt natürlich dieses Videos in Streams aufnehmen, bin ich raus. Ich finde, das ist so Recycling, Verwurstungen überhaupt. Das kann man sich nicht geben. Heute konsumiere ich tatsächlich weniger einen Creator, sondern mehr. Zum Beispiel gucke ich gerne unterhaltsame, lustige Dinge bei Herr Currywurst, weil er einfach lustig und unterhaltsam ist. Das ist einfach sein Ding. Sleeping Bamboo, wie sieht die Zukunft von deinem Kanal aus? Ich finde tatsächlich, dass die Online-Branche oder das Online-Business ist viel zu schnelllebig, als dass du da groß in die Zukunft planen kannst. Weil es ist ja immer so, dass irgendwas aufkommt, ne? Nehmen wir mal Fortnite als Beispiel, hat ja einen Hype hingelegt seinesgleichen. Da haben super viele schnell drauf reagiert. Super viele sind erfolgreich damit geworden. Super viele waren nach einem Jahr auch schon wieder weg vom Fenster, weil sie nicht die Zeichen der Zeit gesehen haben. Die haben diesen Fortnite-Hype genommen und sind mit dem Fortnite-Hype auch gestorben quasi. Und deswegen finde ich so, vorausplanen ist halt echt schwierig. Virusbrunnen 979, warum zockst du kein Fortnite? Ich habe Fortnite gespielt, als es noch in der Beta war. Und da fand ich es auch gut. Aber
Es sind verschiedene Dinge gekommen, die ich nicht so geil finde. Die Crossover finde ich nicht geil. Jetzt als neuestes Beispiel Dragon Ball. Ja, Dragon Ball ist einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Animes. Es passt so null in Fortnite rein. Und wenn ich bedenke, dass in ein paar Jahren kommen Menschen und sagen, geil, guck mal, Epic hat mit Dragon Ball eine Serie gemacht. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Aber auch viele andere Spielmechaniken gefallen mir einfach nicht. Dieses Seasonal, dann hast du hier 3 Monate Mac, dann hast du da 3 Monate dies und das und jenes und bla. Es ist alles drüber. Es ist mir aber zu viel drüber. Es sind so viele Dinge, die meines Erachtens nach nicht homogen zusammenpasst. Ich kann mir kein Battle Royale geben, in dem Son Goku mit einem Kamehameha einen Naruto, der einen Rasengan machen will, wegballert. So, weißt du, kann ich mir nicht geben. Horrorgeschichten erzählt von Finn. Was glaubst du passiert nach dem Tod? Wann wirst du dein wahres Alter verraten? Könntest du bitte mal eine Geschichte aus dem Leben erzählen? Mein wahres Alter verraten werde ich nie, weil es wird nie eine Rolle spielen. Es ist egal, ob ich 90 bin, 9 bin, 19, es ist egal. Das spielt gar keine Rolle. Könntest du mal eine Geschichte aus deinem Leben erzählen? Hör den Podcast besser als nackt dafür. Da haben wir mehr Zeit dafür, weil ansonsten springt das hier den Rahmen. Was glaubst du passiert nach dem Tod? Ganz kurz angerissen. Ich glaube, es gibt etwas nach dem Tod, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Nur wenn ich mir vorstelle, dass Menschen alles durchstrukturieren und ne, so, dann glaube ich, gibt es nach dem Tod auch ein Arbeitsamt und dann wird erstmal geguckt, was warst du in deinem früheren Leben, was sind deine Qualifikationen und dann... So ein bisschen wie ein Dragon Ball mit dem Schlangenpfad und dem Rinderteufel und so. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sowas wie Himmel und Hölle halte ich für Quatsch, weil das macht logisch gar keinen Sinn. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nach dem Tod etwas gibt. Rein theoretisch, von unserem heutigen Wissensstand, können wir ja auch wiedergeboren werden. Weil am Ende des Tages sind wir alle nur Energie und Energie wird nur umgewandelt. Und theoretisch könnte die Energie wieder exakt so angeordnet werden, wie sie war. Also ist Reinkarnation theoretisch auch möglich. Wird es jemals das Meme-Video geben, fragt Greyhound. Ich glaube nicht, dafür mache ich jetzt die Kommentare hier. Das finde ich irgendwie geiler. Entschuldigung. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Ich habe es mir echt angeguckt. Wirklich. Vielleicht machen wir das irgendwann noch zusätzlich zu den Kommentaren. Müssen wir mal gucken. Monte MH fragt, du bist 15 Jahre in der Zukunft. Was macht dein Kind? Deine 10. Klasse in Norwegen. Und hoffentlich habe ich ihn dann so weit gefördert und unterstützt. Eher unterstützt. Ne, gefördert klingt so gezwungen. Eher so in allem supported, was er möchte, dass er weiß, wo sein Lebensweg hingeht. Das wäre meine Wunschvorstellung. Und wenn der nur 4 Wochen lang Bock auf Karate hat, dann macht er 4 Wochen Karate. Und wenn er danach, ne, so, ich möchte supporten und das überhaupt nicht werten, wenn er schnell die Lust verliert. Man muss probieren, um herauszufinden, was sein Ding ist. Und das möchte ich ihm ermöglichen. Was haben deine Eltern dazu gesagt, wo du YouTuber werden wolltest? Ja, also ich sag mal so, als YouTube aufkam, habe ich noch bei Mama gewohnt und war noch Schüler. Und man hat mich für bekloppt gehalten. Und das war aber relativ kurz vorm Erwachsenwerden. Und deswegen habe ich es einfach gemacht. Ich habe auch heute keinen Kontakt. Also meine Mama lebt ja nicht mehr und mit meinem Papa habe ich keinen Kontakt mehr, weil die Welten gehen so weit auseinander. Das ist natürlich schade, dass mein Sohnemann dann kein Opa zum Beispiel hat und so. Aber die Welten gehen so weit auseinander, dass das... Kann ich nicht. Kann ich und will ich auch nicht. Sim Centor hat das gefragt. Entschuldigung, wollte den Namen nicht vergessen. Der echte Oliver MP fragt, wie alt warst du, als du deinen ersten Kuss hattest? Okay, da kommen wir zu der Real-Life-Story, die viele hören wollen. Ich war tatsächlich 16 für den ersten Real-Real-Kuss. Ich habe in der 4. Klasse Theater gespielt und da die männliche Hauptrolle. Also ich war der männliche Protagonist und die Caroline war der weibliche Protagonist. Und wir mussten uns da auch küssen. Aber so Real-Real, der emotionale erste Kuss war mit 16 und ich war so, ich war, oh. Ich war schon immer lieb und nett, ne? Schon immer, denn ich habe sie zum Zug gebracht und habe sie dann tatsächlich gefragt, ob ich sie küssen darf. So, oh, so doof. Fragt nicht, macht einfach. Aber auch nur, wenn es reale Anzeichen gibt. Ihr solltet jetzt nicht durch die Stadt rennen und random Mädels und Frauen knutschen, ne? Macht das nicht. Poison Milo fragt, Hagen in Klammern 6 lässt fragen, wie hast du Kroko kennengelernt? Kroko hat mir eine E-Mail geschrieben, weil er festgestellt hat, ich mache auf YouTube ähnliche Dinge wie er auch und ich scheine ja ganz vernünftig zu sein und relativ erfolgreich und so kamen wir ins Gespräch. Ganz, ganz einfach. Weil ich lese alle Kommentare und E-Mails und bla, ich schaffe es nur nicht mehr auf alles zu antworten, aber ich gebe mein Bestes. Kalimero hat gefragt, nehmen wir an, du würdest morgen von YouTube nicht mehr leben können. Was würdest du tun? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Sagen wir, YouTube würde morgen die Monetarisierung abschaffen.
was gar keinen Sinn ergibt, aber nehmen wir das mal an. Dann würde ich tatsächlich notgedrungen zu Twitch gehen, auch wenn ich eigentlich völlig gegen Twitch bin. Oder ich würde tatsächlich erst versuchen, auf YouTube weiterzumachen, das mit Hilfe der Community und so weiter und so fort über Patreon oder Spenden im Livestream etc. zu machen, weil wenn wir bedenken, wir sind ja 500.000 Menschen, wir sind Millionen Zuschauer im Monat, das heißt, wenn jeder einen Euro hat, können wir den Spaß hier weitertreiben. Wenn nicht, dann würde ich es halt auf Twitch wahrscheinlich versuchen. Ich würde in der Online-Welt auf jeden Fall bleiben. Vielleicht als Berater für andere. Vielleicht auch das. Keine Ahnung, mal gucken. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich über die 7 Jahre, die ich das jetzt schon mache, ne, und die Reichweite, die ich aufgebaut habe und so weiter und so fort, ich schon viele, viele Menschen hinter den Kulissen kennengelernt habe. Das ist bei Microsoft, das ist bei Telekom, das ist bei verschiedensten Netzwerken, verschiedene Creator, verschiedene, ist halt überall, ne? So bei Indie-Entwicklern und. Und da hat man natürlich dann leichter die Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Waba Waba hat noch gefragt, wenn du jetzt 15 Meter nach rechts oder links teleportiert werden würdest, wie würde es dein Leben verändern? Also, nach rechts in diese Richtung. Ich weiß, das ist jetzt links in der Kamera, aber nach da, dann würde ich auf der Kreuzung sitzen. Nach da würde ich wahrscheinlich die Secret Base in meinem Garten finden, weil mein Haus ist im Hang gebaut. Wenn es Minecraft nicht gegeben hätte, was hättest du dann auf YouTube gemacht? Hat im Übrigen Entity202 gefragt. Sehr schwierig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe vor Minecraft Variety Gaming gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Kann es dir nicht sagen. Aber Elias the Sonic fragt, was wäre, wenn es keine Computerspiele gäbe? Würdest du dann Dokus drehen? Nein, da würde ich wahrscheinlich lustige Sketche machen, so wie alle anderen auch. Also, das ist ja das Ding im Moment, ne? So Reality-Sketche und so. Würde ich eher das machen, glaube ich. Passenkasser fragt, moin Lars, ich wüsste gerne, ob du denkst, ob die Ukraine was falsch gemacht hat oder Russland. Ich bin halt Russe, aber es würde mich interessieren, was du denkst. Unabhängig von Ukraine, Russland, Nord-Süd-Korea, Krieg ist niemals eine Lösung. Nightmare 12 fragt Bugatti Chiron oder Königsegg. Beides nein. Beides und Sinnbilder für das Aussterben der Menschheit. Und es ist tatsächlich so, dass die ersten Wissenschaftler, also die ersten Soziologen sich mal überlegt haben, wann das sein könnte. Und die rechnen im Jahr 2200. Mal angenommen, ich wäre jetzt 16 Jahre alt. Ich würde 80 Jahre werden. Ich bekomme Kinder. Die werden 80. Das wären 144 Jahre. Die bekommen Kinder. Die werden 80. Das wäre 224 Jahre. Wenn ich jetzt 16 wäre, würde ich meine Enkel erleben, die aussterben, weil ich Bugatti Chiron fahre. Ich würde tatsächlich die letzte Generation der Menschheit kennenlernen und für deren Aussterben schuld sein. Wow! Und damit höre ich auch auf. Vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Last Kommentiert-Folge. Ciao mit V.